sehr geehrte Gäste. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz des SV Lippstadt 08 und bedanken uns jetzt schon für Ihre Teilnahme. Entgegen der möglichen Erwartungshaltung möchten wir auf dieser Pressekonferenz nicht zu einem verbalen Rundumschlag ausholen, sondern lediglich sachlich über die Geschehnisse der vergangenen Tage, Wochen und Monate informieren. In Anbetracht der Tatsache, dass uns aktuell auch noch die Finanzkrise in der Form einholt, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen ausbleiben bzw. verspätet eintreffen, wir aber speziell aufgrund der dezentralen Infrastruktur unseres Vereins einen enormen Kostenaufwand zu stemmen haben, wussten wir, dass die Existenzgrundlage des SV Lippstadt 08 nun noch wesentlicher von einer Zentralisierung unseres Vereinsbetriebs abhängt. Mit diesem Kenntnisstand und der vorsichtigen Aussicht auf Zuwendung aus dem Konjunkturpaket 2, korrespondierend mit dem Angebot eines Investors für den Kauf des Stadions am Waldschlösschen und des neuen SV-Vereinsheims, haben wir die Gespräche mit allen wichtigen Interessengruppen aufgenommen, beziehungsweise wo dies bereits geschehen war, intensiviert. Zudem haben wir fachliche Expertisen eingeholt und im Endeffekt eine Ausgangssituation geschaffen, die den Bau eines Jugendleistungszentrums mit angeschlossenem Spielbetrieb für den Seniorenbereich tatsächlich möglich erschienen lässt. Jedem Dauerkritiker und Pessimisten sei an dieser Stelle einmal ins Stammbuch geschrieben, dass man unter Herbeiführung einer Win-Win-Situation für alle beteiligten Interessengruppen nämlich durchaus auch Projekte verwirklichen kann, die auf den ersten Blick schwer zu realisieren scheinen. Unser zweifellos wichtigster Gesprächspartner war der Vorstand von Teutonia 08 Lippstadt. Denn ohne die Hilfe unseres Muttervereins wäre das gesamte Vorhaben zum Scheitern verurteilt gewesen. Wir haben wirklich sehr gute Gespräche geführt, Probleme erörtert und Lösungen gefunden. Ja, sogar schon von einem von Teutonia 08 entwickelten Grundlagenvertrag zugestimmt. Dieser beinhaltet die für unseren Mutterverein wichtigen Eckpunkte, die wir fast ausnahmslos akzeptiert oder in Form eines Entgegenkommens von beiden Parteien als gangbaren Kompromiss festgehalten haben. Wir haben bei allen Gesprächen sozusagen die Hosen runtergelassen und unserem Mutterverein offenbart, dass die Zukunft des Fußballs in Lippstadt und hier speziell die Aufrechterhaltung unserer sozialen Verantwortung im Jugendbereich in den Händen von Teutonia 08 Lippstadt liegt. Wir waren hoch erfreut darüber, dass der Vorstand von Teutonia 08 Lippstadt diese Probleme erkannt hat und sich der Verantwortung gegenüber den mehr als 400 Kindern und Jugendlichen in unserem Verein stellen wollte. Natürlich war die unerlässliche Veräußerung des Stadions am Waldschlösschen ein Themenschwerpunkt in unseren Gesprächen. Aber auch hier haben wir letztendlich eine von beiden Führungsebenen als Win-Win-Situation festgestellte Lösung ausgearbeitet. Nämlich den Tausch gegen eine moderne und funktionale Spielstätte, die selbstverständlich in den Besitz unseres Muttervereins übergehen und zum Beispiel dessen Wunschnamen tragen sollte. Es war geplant, dass wir nach weiteren klärenden Gesprächen mit den verschiedenen Interessengruppen die benötigte Zustimmung der Mitglieder von Teutonia 08 einholen und dann gemeinsam die Zukunft gestalten. Vor der Mitgliederversammlung haben wir angefragt, ob Verantwortliche des SV Lippstadt 08 auf der Mitgliederversammlung von Teutonia 08 Lippstadt sprechen und für das Vorhaben werben sollen. Dies wurde nicht gewünscht. Wir waren sehr positiv gestimmt, dass der Vorstand von Teutonia 08 seinen Mitgliedern die gemeinsame Idee, die besprochenen Rahmenbedingungen und die immense Wichtigkeit ihrer Zustimmung plausibel machen kann. Im Vorfeld waren Kai Hartl, Simon Benzinger und ich aber auch dahingehend übereingekommen, dass ein negativer Abstimmungsbescheid kontraproduktiv zu unseren gesamten bisherigen Bemühungen wäre. In diesem Fall ist der SV Lippstadt 08 als Gesamtverein existenziell bedroht und wir gescheitert. Mit der persönlichen Niederlage können wir im Nachhinein durchaus leben. Aber wir werden es nicht zulassen, dass man die absehbare Existenzkrise unseres Vereins an unseren Namen festmacht. Wir sind der Ansicht, wirklich alles Menschenmögliche unternommen zu haben, um nicht nur den berühmten Schwelbrand zu löschen, sondern eine echte Zukunftsperspektive anzubieten. So haben wir das demokratische Abstimmungsergebnis der Mitglieder von Teutonia 08 Lippstadt mit den ebenfalls zu einer Demokratie gehörenden Rücktritten von unseren Ehrenamtern quittiert. Wobei wir ganz offen ziemlich geschockt waren, wie so ein Ergebnis nach der gemeinsamen Vorarbeit überhaupt möglich war. Da niemand von uns der Versammlung beiwohnen konnte, sind wir aber schlussendlich nicht in der Lage, dies zu beurteilen. Eins dürfen Sie uns glauben, es gab nicht viele Entscheidungen in unserem öffentlichen Wirken, die uns persönlich so betroffen gemacht haben, wie der Rücktritt von unseren Ehrenämtern. Für jeden von uns ist der SV Lippstadt 08, speziell in seiner hervorragenden Jugendarbeit,
mit höchst engagierten und ehrenamtlichen Mitarbeitern eine echte Herzensangelegenheit. Zu den persönlichen Vorwürfen, charakterlos zu sein und wegen einer Kleinigkeit zurückzutreten, werden wir uns nicht äußern. Jeder von Ihnen möge sich dazu sein eigenes Bild machen. Wir haben uns vorgeworfen, ein gewagtes Projekt in Angriff zu nehmen, welches mit etlichen Stolperfallen versehen und von uns kostenmäßig gar nicht beurteilt werden kann. Das stimmt alles zu 100%. Und genau aus diesem Grund haben wir für jeden Bereich Expertenmeinungen zu Rate gezogen, mit den wichtigsten Entscheidungsträgern im Vorfeld gesprochen und für die Budgetierung des Projektvorhabens eine fachlich fundierte Expertise vom renommierten Architektenbüro Pascal und Sprenkamp eingeholt. Die Problemanalyse des SV Lippstadt 08 fällt leider negativ aus. Wir haben finanzielle Probleme, bedingt durch rückgängige, ausbleibende oder verspätet eingehende Sponsoreneinnahmen, sinkende Mitgliederzahlen und Spendenbereitschaft, hohe Pachtkosten mit komplexen Pachtverhältnissen sowie hohe Betriebs- und Energiekosten für den dezentralen Spiel- und Trainingsbetrieb. Strukturell machen uns der fehlende Nachwuchs im Bereich der Vereinsführung, die mangelnde ehrenamtliche Beteiligung und das nicht vorhandene Vereinsleben zu schaffen. Infrastrukturell sind wir schon lange an unserem Limit angekommen. Das Sportgelände am Bruchbaum ist nicht mehr zeitgemäß und räumlich unzureichend und das Stadion am Waldschlössl würde im jetzigen Zustand keine Lizenz für die NRW-Liga erhalten. Nicht umsonst war der SV Lippstadt 08 der erste Verein, der sich offiziell bei der Stadt Lippstadt um Zuwendung aus dem Konjunkturpaket 2 beworben hat. Vielleicht war es dann Zufall, vielleicht aber auch das Glück des Tüchtigen, dass fast zeitgleich ein Investor mit einem sehr seriösen und interessanten Angebot an uns herantrat. Dieses sah den Kauf des Stadions am Waldschlösschen, bekanntermaßen im Besitz unseres Muttervereins Fortuna 08 Lippstadt, und des in unserem Besitz befindlichen neuen Vereinsheims vor. Weiterhin ergaben Gespräche mit unseren lokalen Sponsoren ein erfreulich positives Feedback. Viele waren bereit, das Gesamtvorhaben mit Primärleistungen zu Selbstkosten oder sogar kostenfrei zu unterstützen. Die Erfahrungen aus dem Bau des Kunstrasenplatzes haben uns zudem gezeigt, zu welchen Eigenleistungen der SV Lippstadt 08 mit seinen Angestellten und ehrenamtlichen Helfern imstande ist. Demnach basiert die Finanzierung unseres Projektvorhabens auf folgenden Faktoren. Erstens erhoffte Zuwendung aus dem Konjunkturpaket 2. Zweitens Erlöse aus der Veräußerung des im Besitz von Fortuna 08 befindlichen Grundstücks am Waldschlösschen. Drittens Erlöse aus der Veräußerung des in unserem Besitz befindlichen Vereinsheims am Waldschlösschen. Viertens Primärleistungen zu Selbstkosten oder kostenfrei durch diverse lokale Sponsoren des SV Lippstadt 08. Fünftens Eigenleistung des SV Lippstadt 08 durch Einsatz seiner Angestellten und ehrenamtlichen Helfer. Wir kommen jetzt zu der Vorstellung des Projektes im Detail. Das machen Simon Brenzinger und Herrn Passmann gemeinsam. Das Gesamtprojekt teilt sich im Wesentlichen.